ist dein erster Print Day? Das ist jetzt mein zweiter. Ich war letztes Jahr schon im Landschaftspark in Duisburg. Genau. Wie hat sich der Print Day in deinen Augen entwickelt oder wohin entwickelt er sich? Ich habe jetzt einen Vergleich zum letzten Print Day und ich denke, der hat sich schon ein bisschen entwickelt. Also er ist größer als letztes Mal. Die Location finde ich auch besser. Die ist sehr cool gewählt. Ich denke auch, der Fokus ist ein bisschen breiter. Letztes Mal war es doch sehr stark auf das Produktmanagement und heute habe ich schon diverse Leute aus Publishing auch getroffen. Genau, also ich denke, der Fokus hat sich leicht verändert, aber das Gute am Print Day ist geblieben. Du hast morgen einen Vortrag zum Thema Innovation. Was dürfen da Leute erwarten und warum ist das denn am Print Day eigentlich ein Thema oder warum hast du das quasi mitgewählt? Also mein Vortrag morgen, der ist eben zum Thema Innovation und ich denke, der ist ein wichtiges Thema für die Branche, denn Innovation, die ist überall. Das ist ja eigentlich auch die Ausschreibung. Es geht gar nicht so sehr darum, ob es Innovationen gibt, sondern wie man die macht und ob man da mithalten mag. Und das ist aber ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Ich merke auch, dass unsere Kundinnen und Kunden und Partner da immer wieder auch so ein bisschen damit kämpfen, weil sie merken, wir sollten, aber wie denn, wie macht man? Macht man eine Innovationsabteilung oder macht das jeder für sich oder wie managt man das? Und ich habe gemerkt, dass mich das Thema auch selber beschäftigt und da ist es manchmal cool, einen Vortrag dazu zu machen, weil man sehr viel recherchieren kann und dann das Thema eben selber auch mitlernen kann. Frage noch Freestyle-mäßig. Was macht eigentlich Montag? Also Montag, Publishing Blog, wie hängt das zusammen? Genau, also wir sind einerseits ein Blog, den Publishing.blog, den kennen viele. Das ist ein Blog über Publishing. Wir haben teilweise Fokus auf WordPress, aber auch ganz klassische Print-Publishing-Themen, die wir da behandeln. Das Tolle an dem Blog ist, dass der eigentlich sehr basisdemokratisch ist. Also jeder, der die will, kann mitschreiben und das ist für uns eine Bereicherung. Also ich bin auch nicht nur Autorin, sondern auch Leserin. Und dann gibt es eben auch noch Montag. Das ist dann dort, wo wir eben eigentlich unser Brötchen verdienen, kann man sagen. Der Publishing-Blog ist eher so ein freiwilliges Projekt. Bei Montag machen wir Content-First-Projekte, also sei es Webshops to Print oder auch irgendwelche Publishing-Systeme to Print, to Social Media, direkt ins PDF mit Print CSS. Das machen wir alles auf der Basis von WordPress, also einem Open-Source-System. Das heißt, unsere Kunden sind eher sehr klein und wir können denen Systeme anbieten, die sie sich sonst nicht leisten können, eben weil wir auf Open Source aufbauen. Das ist unsere Leidenschaft. Genau, wir sind sehr klein, wir sind nur 4 Leute aus der Schweiz und wer mag, soll mal vorbeikommen.